Willkommen zu Mailons Meinung. Tod im Stoff, Allzeithoch, Rekordquartal. Jetzt müssen wir diese Stichpunkte nur noch den zugehörigen Werten zuordnen quasi. Alfred Mailon ist bei mir. Ob ich Hallo. Das hinkriege? Ist ganz einfach. Wir fangen mit Allzeithoch an. Da kommen wir nämlich auf den Bitcoin zu sprechen. Das bisherige war im April dieses Jahres, aber das hat man dann gestern pulverisiert, möchte ich fast schon sagen, aber man ist deutlich darüber gestiegen. Ich kann mich erinnern, ich habe hier die letzten Wochen oft gestanden und immer gesagt, es ist eine Frage der Zeit, bis wir das Allzeithoch erreichen. Jetzt haben wir es erreicht. Und es ging auch mit Schwung dann drüber. Wir waren ja bei, vorher waren es, glaube ich, knapp 64.000 oder sowas in dem Dreh. Ja. Und jetzt sind wir direkt auf 66.000 durchgestartet, haben heute früh nochmal korrigiert, nochmal auf das Ausbruchsniveau, was eigentlich immer ganz schön ist, nochmal die Marke getestet. Und jetzt ist der Weg nach oben frei. Also the sky is the limit. Und es kann schon sein, dass wir dieses Jahr nochmal in Richtung 100.000 durchstarten. Denn also dieser Kursschub wurde jetzt ausgelöst, der letzte Schub nochmal, vor allen Dingen durch das erste ETF auf dem Bitcoin, was es in den USA gibt, auf dem Bitcoin Future, um genau zu sein. Auf dem Bitcoin darf man noch keine ETFs machen, aber auf den Bitcoin Future. Und dieses ETF hat innerhalb von 2 Tagen 1 Milliarde Dollar eingesammelt, der erfolgreichste Start eines ETFs überhaupt. Und man hat mit viel gerechnet, aber damit sicherlich nicht. Also das ist dann wirklich schon beeindruckend und das zeigt tatsächlich, wie groß die Nachfrage nach solchen Produkten ist, dass viele Investoren eben den Bitcoin nicht direkt kaufen wollen oder nicht über irgendwelche Plattformen, sondern in Form von ETFs, weil das eben so eine gängige Anlageklasse ist. Also da ist noch einiges zu erwarten und klar, das geht jetzt nicht so weiter. Es wird auch mal wieder einen Rückschlag geben, aber 100.000 in diesem Jahr sind noch drin und das war ja auch mein Ziel eigentlich die ganze Zeit und ja, bin ich mal gespannt. Und wer jetzt auch hier von den Zuschauern vielleicht nicht unbedingt auf den Bitcoin direkt setzen möchte, hat ja auch hier noch eine andere Möglichkeit, das ist ein Mini-Future-Zertifikat mitgebracht. Genau, das habe ich mitgebracht, weil das habe ich nämlich den Lesern meines Börsenbriefs Meinung Report letztes Jahr im Dezember zum Kauf empfohlen bei knapp 5 Euro. Dann ging es rauf bis auf 40 und das hat damals einen Hebel gehabt, glaube ich, von etwas über 2. Jetzt ist der Hebel natürlich viel kleiner geworden. Auf jeden Fall von 40 dann nochmal runter bis auf 10. Also die Schwankungen sind natürlich dann noch ein bisschen größer gewesen als beim Bitcoin selbst. Aber jetzt sind wir eben wieder bei über 40 und das Geld hat sich verachtfacht, das Angelegte. Aber ich verkaufe noch nicht, denn wie gesagt, mein Ziel sind 100.000 und das Kursziel für das Zertifikat sind dann eben, ich glaube, 75 Euro. Mhm. Also da ist noch einiges drin. Insoweit kann ich auch jedem nur raten, der den Bitcoin hat oder auch Bitcoin-Zertifikat oder was auch immer. Ich würde jetzt noch keine Gewinne mitnehmen. Ich gebe es ja zu, als wir unter 30.000 gefallen sind vor einigen Wochen, war ich ein bisschen verunsichert, weil da war nicht klar, oder da war es ein bisschen auf der Kippe, ob der Bitcoin sich als Asset-Klasse wirklich durchsetzen kann. Aber jetzt ist die Kuh vom Eis mit dem ETF, mit den Kursen. Alles gut. Gut, dann gehen wir gleich zum nächsten Thema über. Das Stichwort Rekordquartal kommt jetzt. Tesla hat Zahlen vorgelegt gestern Abend. Wie sind die dann im Detail ausgefallen? Ja, sehr gut. Also man konnte nichts anderes erwarten. Der Umsatz war vielleicht ein bisschen schwächer als gedacht. 13,8 Milliarden, dafür war der Gewinn doch deutlich besser als erwartet. 1,6 Milliarden waren es netto. Und das ist schon beeindruckend. Ich habe es ja schon angesprochen, dass Tesla es einfach geschafft hat, durch Skaleneffekte, durch geringe Produktionskosten, also die Kosten vor allen Dingen zu drücken. Und man hat ja sogar noch Gegenwind gehabt im Quartal durch den Chipmangel, den man ja relativ gut beseitigen konnte durch Umprogrammieren von anderen Chips. Aber man hat auch Probleme gehabt, oder das heißt Probleme, man hat ja keinen Model S und Model X verkauft, weil man die Produktion umgestellt hat. Das heißt, die durchschnittlichen Verkaufspreise sind gefallen und trotzdem hat man diesen hohen Gewinn erzielt. Und die CO2-Guthaben, die man bekommen hat, die sind auch nicht mehr so hoch ausgefallen wie noch zuvor, nämlich nur noch bei 279 Millionen. Also eigentlich hätte man das gar nicht so erwarten können, aber dadurch, dass man die Produktion so optimiert hat, hat man diesen hohen Gewinn eingefahren. Und das ist natürlich schön und das wird jetzt vielleicht nicht ganz so weitergehen, weil man jetzt ja in den nächsten Quartalen die Produktion in Berlin, also in Grünheide, um genau zu sein, und auch in Texas dann hochfahren wird. Das wird ja erstmal ein bisschen auf die Margen drücken, aber sieht gut aus. Die Aktie hat wenig reagiert, sogar leicht im Minus 1% nachbörslich. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, nach diesem doch recht starken Anstieg war das auch nicht zu erwarten, dass es jetzt da einen Riesensatz nach oben gibt. Aber für die weitere Entwicklung waren die Zahlen natürlich ausgesprochen gut. Wir gucken mal auf die Konkurrenz auf Volkswagen. Ich habe gelesen, dass laut der Zeit im nächsten Jahr im Stammwerk in Wolfsburg so wenig Autos produziert werden
können wahrscheinlich dann, wie 1958 zuletzt. Oh, echt? Ist natürlich, ja. Das ist aber wirklich. Ja, Produktionsengpässe, Chipmangel, alles da spielt da mit rein, dass es wahrscheinlich laut der Zeit so kommen könnte. Ich bin mal gespannt, was VW im dritten Quartal so abliefert. Man hat ja doch recht massive Absatzeinbrüche hinnehmen müssen, gerade im September. Ich glaube über 30%, in China sogar über 40% aufgrund des Chipmangels. Also da ist Tesla wirklich völlig, also nicht völlig unbeeindruckt gewesen, aber man hat darunter kaum gelitten, während die anderen massiv drunter leiden. Vielleicht nochmal eine Zahl zu Tesla im Vergleich zu Volkswagen, mal einen Blick auf die Bilanz. Tesla hat im Moment Cash von 16,2 Milliarden und Schulden noch 2,1 Milliarden Dollar. Also fast, ich will nicht sagen gar nicht mehr, aber relativ wenig. Volkswagen hat Cash 35 Milliarden, natürlich deutlich mehr, aber eben auch 200 Milliarden langfristige Verbindlichkeiten. Und das ist dann schon ein Unterschied. Man hat ja immer bei Tesla gesagt, ja, die sind so hoch verschuldet. Also früher hat man das gesagt und machen keinen Gewinn. Jetzt auf einmal ist Tesla die Gelddruckmaschine geworden mit einer absolut soliden Bilanz. Und die anderen Hersteller schleppen Riesenschuldenberge mit sich rum und haben jetzt natürlich riesen Absatzprobleme. Und klar, das mit den Chips ist temporär. Das wird sich sicherlich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres verbessern. Aber dann ist die Frage, wie weit schaffen die Hersteller es, ihre wegbrechenden Verbrennerumsätze mit Elektroautos aufzufüllen? Das wird Volkswagen wahrscheinlich noch ganz gut gelingen, aber anderen eben dann weniger gut. Also muss man nicht unbedingt bei Volkswagen dabei sein. Muss man nicht haben. Also, vielleicht nochmal Bewertung. Tesla hat ein KGV aufs nächste Jahr von je nach Schätzung so 80 bis 100. Das ist natürlich hoch, aber Tesla wächst auch mit 50-60%, eher 60%. Volkswagen wächst in den nächsten Jahren, wenn es gut läuft, mit 5%. Wenn es weniger gut läuft, wachsen sie gar nicht und haben deswegen auch nur ein KGV von 6, was im Vergleich zu dem Wachstum jetzt auch nicht so günstig ist. Also das muss man mal ein bisschen in Relation immer setzen. Dann kommen wir jetzt zu BYD. Da wird ja vermutet von Analysten von Diver Capital, dass die Absatzprognosen angehoben werden. Hat dann auch das Kursziel angehoben. Wir sehen es jetzt in Euro, aber jetzt auf 382 Hongkong-Dollar angehoben, sein Kursziel. Ja. Die waren ja auch ein bisschen vorsichtiger, was die Absatzprognosen anging. Oder mussten zurückschrauben, auch wegen Chipmangel, aber hat man jetzt gut... Eigentlich nicht. Also BYD hatte schon vor einigen Monaten gesagt, dieses Jahr das Ziel 600.000. Und da war man gerade noch mal erst bei 200.000 und das Jahr war schon zur Hälfte rum. Aber jetzt hat man es wirklich geschafft, die letzten Monate die Verkaufszahlen wirklich brutal in die Höhe zu treiben. Und BYD hat auch den großen Vorteil, dass man viele Chips auch selber produziert, weil BYD eben auch ein Chipproduzent ist. Man will ja die Halbleitertochter auch an die Börse bringen jetzt demnächst. Und dadurch kommt man natürlich auch sehr gut durch die Krise. Und das ist vielleicht so, diese Krise verschärft eigentlich nochmal den ohnehin schon vorhandenen Trend, dass BYD und Tesla gerade die großen Gewinner sind. Das wird jetzt quasi nochmal unterstützt. Klar, ich habe es ja gesagt, die Krise wird aber wieder vorbei sein. Aber ja, das ist so ein bisschen wie mit Corona. Wer in dieser Krise gut vorankommt, der sieht danach auch in der Regel besser aus. Also das ist eine Frage der Zeit. BYD ist ja wirklich extrem günstig bewertet im Vergleich zu vielen anderen, gerade im Elektroauto-Bereich. Ich habe mal eine Rechnung aufgestellt, wenn BYD vielleicht in 4 oder 5 Jahren auch mal so bewertet wird wie Tesla, nämlich mit gut 800 Milliarden Dollar, dann wäre der Kurs, festhalten, das ist jetzt nicht mein Kursziel, aber das ist eine Option von BYD bei 250 Euro. Okay. Also möglich ist alles. Ich habe ja auch damals gesagt, Tesla kann sich verzehnfachen. Warum sollte sich BYD nicht? Ist ja nicht mehr eine Verzehnfachung, ist ja nur eine Verachtfachung. Also das geht ja dann. Gut, wenn es keine China-Aktie wäre, wäre es wahrscheinlich auch jetzt vielleicht schon woanders. Ja, eben Sicherheit. Ja, das ist natürlich dieser China-Abschlag, unter dem man leidet. Und dann hat man noch das Verbrennergeschäft und noch andere Geschäftsbereiche. Also man ist ja nicht nur elektroautomäßig unterwegs. Wenn dem so wäre, wäre die Aktie wahrscheinlich jetzt schon deutlich höher. Dann schauen wir auf Samsung SDI. Batteriehersteller, die haben ja auch mit den steigenden Lithiumpreisen zu kämpfen, jetzt in Anführungsstrichen zu kämpfen. Die können die vielleicht weitergeben an die Kunden? Ja, das stimmt. Der Lithiumpreis ist natürlich schon ein Problem, weil er natürlich jetzt sich auch mehr als verdoppelt hat in relativ kurzer Zeit. Aber jetzt mal nur mal eine Rechnung aufzumachen. Man braucht pro Auto, also für ein normales Auto mit 60 kW, ungefähr 15 Kilogramm Lithium. Und das Lithium kostet, eine Tonne kostet 25.000. Da kostet dann ein Kilo 25, also da sind wir mal 25 mal 15 und bei ungefähr so 400 Euro für das Lithium für eine Batterie. Ob das jetzt 400 Euro sind oder 600 oder 800, bei einem Batteriepreis von ein paar tausend Euro, macht das zwar was aus, aber es ist nicht so dramatisch. Klar ist, dass Lithium auf jeden Fall knapp wird. Also wenn es nicht teuer wird es auf jeden Fall, aber knapp wird es. Und
Da dürften die Batteriehersteller auch langsam Schwierigkeiten bekommen, die nötigen Lithium-Vorräte sich zu beschaffen. Und auch die Batterien werden knapp. Also das Samsung steht natürlich so mittendrin. Auf der einen Seite hat man Probleme, Lithium zu bekommen. Auf der anderen Seite ist die Batterienachfrage so groß. Jetzt hat man noch ein Joint Venture mit Stellantis neu. Also über Absatzprobleme, da wird man sich keine Sorgen machen, sondern eher über Beschaffungsprobleme. Aber für mich ist Samsung SDI eine Aktie, die man haben sollte, haben muss. Denn es gibt eben nicht viele Batteriehersteller an der Börse. Und leider gibt es den größten CATL aus China. Gibt es zwar, aber nicht in Deutschland handelbar. Sind übrigens bewertet jetzt mit 160 Milliarden Euro. Also das sind schon Hausnummern. Samsung SDI liegt so bei 40 Milliarden. Also da ist sicherlich auch noch viel Luft nach oben. Dann kommen wir jetzt zum Thema Totimpfstoff und kommen auf Valneva zu sprechen. Man wartet ja auf die Zulassung. Es könnte knapp werden jetzt noch mit diesem Jahr. Wir haben jetzt schon Ende Oktober, also ist nicht mehr so viel Zeit. Aber irgendwann dann vielleicht auch Anfang des nächsten Jahres könnte es soweit sein. Ja, davon ist jetzt auszugehen, weil die Studienergebnisse waren ja extrem gut in allen Bereichen. Man hat ja sich verglichen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca, hat man besser abgeschnitten, sowohl bei der Wirksamkeit als auch bei der Verträglichkeit. Also der Zulassung steht jetzt eigentlich nichts mehr im Wege. Ich will nicht sagen, das ist eine Formsache, aber das wird man wohl hinbekommen. Das sieht übrigens auch Goldman Sachs so, die ihre Kaufempfehlung für Valneva jetzt bestätigt haben und haben das Kursziel mal schlank angehoben von 14,50 Euro auf 27,50 Euro, also fast verdoppelt. Und ja, die Aktie hat dann auch doch darauf reagiert, auch wie ich finde zu Recht, denn wir waren ja nach dem Aufträgen von Großbritannien mal schon mal hier bei 23, sogar in der Spitze noch ein Stück weit höher. Dann ist dieser Auftrag ja storniert worden, die Aktie ist runtergecrasht, muss man schon sagen. Und jetzt ist eigentlich diese fast sichere Zulassung ja viel besser, weil dann werden die Aufträge fast automatisch kommen. Und das sieht auch Goldman Sachs so und daher auch dieses Kursziel, was wir, glaube ich, auch schon relativ zügig erreichen könnten. Denn nochmal, wir haben einen Börsenwert von ich glaube jetzt 1,6, 1,7 Milliarden, das ist im Vergleich zu anderen Impfstoffherstellern, die ja schon Hersteller sind. Das ist Valneva eben noch nicht, aber deswegen ist auch diese Aktie noch relativ günstig zu haben. Und es wäre ja dann auch der erste zugelassene Totimpfstoff in Europa zumindest, denn Sinovac aus China versucht es auch, die ist schon in China zugelassen, bei uns noch nicht. Genau, genau. Ja. Und das ist natürlich schon was Neues und das spricht natürlich viele an, die eben diese mRNA oder Vektorimpfstoffe nicht haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, da kann hat man dann eine Alternative. Genau. Novavax hingegen hat Produktionsschwierigkeiten offenbar. Das hat zu einem deutlichen Einbruch des Wertes zur Wochenmitte geführt. Genau, da sieht man mal, dass natürlich auch diese Impfstoffhersteller sehr spekulativ sind. Das kann immer noch irgendwas schiefgehen. Selbst wenn man die Zulassung hat, muss man eben noch produzieren. Das ist wohl doch nicht ganz so einfach, wie auch Novavax feststellen musste. Und daher ist die Aktie, die ihr ohnehin schon recht stark nachgegeben hat, nochmal unter Druck gekommen. Und das habe ich jetzt nochmal mitgebracht, so als Beispiel, dass man in diese Werte eben nicht viel Geld investieren sollte, weil sie eben so volatil sind. Und weil natürlich auch niemand weiß, wie es dann langfristig aussieht. Wie lange brauchen wir die Impfstoffe noch? Wie viel Boosterimpfung brauchen wir noch? Und das ist alles sehr vage. Und eines ist relativ klar, die nächsten Jahre oder noch nächstes Jahr wird man noch Riesenumsätze machen. Auch BioNTech, auch die anderen. Aber wie es danach weitergeht, die meisten Prognosen gehen mit doch rapide einbrechenden Umsätzen und Gewinnen aus. Also schwierige Geschichte, aber wie gesagt, mein Favorit Valneva, das ist sicherlich eine Aktie, die noch Potenzial hat, weil man eben alles noch vor sich hat im Prinzip. Dann schauen wir wieder auf die Probleme. Stimmt, das kann auch mal so ein Einbruch, aber das hast du ja gesagt, das kann auch schnell in die andere Richtung gehen. Genau, ist übrigens keine Kaufempfehlung, Novavax. Ja, keine Kaufempfehlung. Wie sieht es denn bei TUI aus? Die führen ja Kapitalerhöhungen durch und das Licht am Ende des Tunnels ist jetzt wieder mal. Ist auch keine Kaufempfehlung, war es noch nie, wird es auch wahrscheinlich nie sein und ich kann mich da jetzt nochmal wiederholen, weil ich habe die Aktie nochmal mitgenommen, weil sie ist immer noch eine der meistgekauften Aktien von deutschen Privatanlegern. Und ich möchte nochmal sagen, macht das bitte nicht. kauft keine Aktien von Reiseunternehmen und Fluggesellschaften. Nicht, weil ich die Branche nicht unterstützen möchte. Ich fliege selbst jetzt im Herbst in Urlaub. Ich reise auch gerne. Ich zahle jetzt auch gerne mal höhere Preise, damit die haben ja nun genug gelitten. Aber ich muss jetzt die Aktien nicht haben, denn die Probleme, die man hat, die hat man jetzt zum Teil gelöst, die größten finanziellen Probleme, was natürlich dazu geführt hat, mehr Aktien, Verwässerung. Also ich kann mich immer entscheiden zwischen einem großen Übel und einem kleinen Übel. Also entweder ich kann meine Probleme nicht lösen oder ich muss eben mehr Aktien ausgeben. Also die Lösung, die ganz große Lösung, dass die Reisebranche so wird, wie sie mal war, die
wird auf sich warten lassen. Das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Und ich muss nicht Aktien haben, die so viele externe oder zusätzliche Probleme haben, wenn ich doch ganz andere Werte kaufen kann. Stimmt, es gibt ja genug Alternativen. Wobei, jetzt kommt keine. Evergrande, schauen wir noch drauf. Beteiligungsverkauf ist gescheitert, den man ja eigentlich geplant hatte, um Geld reinzubekommen. Ja. Aktie ist wieder handelbar und dementsprechend dann auch gleich abgeschlossen. Genau, das sieht hier so aus, als wenn jetzt hier das Licht ausgegangen ist. Das waren 17 Tage, an denen die Aktie nicht gehandelt wurde. Jetzt wird sie wieder gehandelt. Ist dann nochmal gleich kräftig unter Druck gekommen. Und ich habe es schon mal vor ein paar Wochen gesagt, als sie noch handelbar war. Sowas zu kaufen ist natürlich hochgradig riskant, weil, wie gesagt, ich habe schon gesagt, die Aktie kann vom Handel ausgesetzt werden. Das ist sie dann auch. Sie kann auch vom Handel ausgesetzt werden. Für immer geht auch. Ist auch schon passiert. Also das ist natürlich Harakiri, da sowas zu machen. Man kann mit Werten auch wie TUI durchaus mal zocken, aber hier verbietet sich das wirklich komplett. Das Gute ist, dass dieser Evergrande-Skandal natürlich jetzt nicht mehr ganz so in den Medien ist, nicht mehr so präsent, keine große Rolle mehr spielt. Obwohl, das kann natürlich jederzeit wieder aufpoppen, weil 300 Milliarden an Krediten, das ist natürlich schon viel. Und hoffen wir mal, dass es gut ausgeht. Aber die Aktie ist auf jeden Fall ein absolutes No-Go. Gut, und wenn ich jetzt hier klicke, kommt nichts mehr und auf dem Zettel steht auch nichts mehr. Kein Warte, Alfred. In der ja, habe ich ganz vergessen. Nein, ich habe mir einfach gedacht, es gibt jetzt eigentlich nicht viel Neues zu sagen zu Warte. Und außerdem, der Kurs gefällt mir nicht. Ab 130 Euro ist er wieder in der Sendung. Oh, okay, dann warten wir da drauf. Oder spätestens zu den Zahlen. 11. November, glaube ich. Ja, am 11. November auf jeden Fall wieder, natürlich. Gut, Dankeschön für heute. Danke auch euch fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.